Der Heldenmut in mir sagt, dass ich ihm helfen sollte, aber der Überlebenswillen sagt, warten wir noch einen Moment. 25 Diamantes. Ja, ich habe gehört, dass unser Feind dort ist und ich renne weiterhin den Berg hinauf, um mich in Position zu begeben. Guter Mann, er tut genau, was er soll. Komme in einer Aktion 8 Schritt weit. Ja, dann werde ich wohl kannst da freie Aktionen Schritt tun. Ja, okay, dann komme ich hier auf diesen kleinen Hang mit 2 freien Aktionen Schritt zusätzlich und fange dann mit der zweiten Aktion an, meine Abalone vom Rücken zu nehmen. Nach der 25, 32 zu damit. Was kriege ich von dem mit, was die da tun? Dass sie sich da verstecken? Habe ich das gemerkt? Nee, die sind alle weg. Alle verschwunden. Du weißt nicht, also Mira kannst du noch sehen, wie sie gerade den Pfeil interessiert anguckt, der gerade ihre Rüstung angeschabt hat. Die anderen sind weg. Du kannst den Beutags roten Bart noch erkennen. Der ist ja wohl irgendwo neben dir, hinter dir. Hey, so schlecht bin ich jetzt auch nicht. Naja, gegen die 3, das wird sie wohl die Sinnschärfe schaffen, keine Sorge. Vielleicht. Wird mich diese Runde noch jemand angreifen? Kein offensichtlicher. Gut, dann sind ja alle durch. Zu Mira, dann laufen, sprinten? Wenn ich dann, ja, ich möchte die ganze Distanz dreimal überbrücken. Abel mir, 34. Ich rufe Raschat und Mentela. So den Armer trotz es mich. Schutz 3. Eine plus 3 verkürzt Zauberdauer und plus 2 für nicht suchkundig, also plus 5. Mhm. Wie lange dauert das? Mit verkürzter Zauberdauer jetzt 2 Aktionen. Okay, dann kannst du. Wie viel Rüstungsschutz kriegst du? 3. 3. Das ist ja gar nicht so viel. Nächste Kampfrunde, 10. Dann würfel ich oben einfach mal aus. Moment, 55. Hast du gerade gesagt 55? Die Summe ist 55. Ach so. Er berechnet automatisch die Summe. 16, 14, 20 plus 5 ist eine 55. 8, 7. Da oben wird weiter gehackt. Zwar gelingen die Attacken, aber die Paraden gelingen ebenso, sodass die immer noch weiter am Strand stehen. Und Ulan und der Maru kämpfen weiter. So, das war die 10. Dann Mira die 12. Was möchte Mira tun? Mira schaut ein bisschen verwirrt von links nach rechts und marschiert dann mal ganz frohen Mutes hier hin und guckt, was da so gebrüllt hat. Okay, sehr gut. Da liegt was Essbares auf dem Platz. Rafim, gib mir mal eine Abrichtenprobe von Rafim. Ja klar. Ob Mira leblos wirkende Dinge einfach isst oder nein, nicht? Ist nicht den vergifteten Gladiator, nein. Also natürlich ist der Schlinger wesentlich interessanter. Also die Gefahr sieht sie ja auch, ne? Und du kannst jetzt erkennen, wie eine 4 Meter große, riesige Bestie mit Reißzähnen auf Mira zustürmen könnte. Das war die 12. Dann, ich fange erstmal mit den Gladiatoren an. Die verschanzen und verbarrikadieren sich in der Hütte. Und rufen so Diamantes, wo sind deine Freunde? Wir müssen sie hereinlocken, hier einzeln. Ich wusste es. Okay. Wolkenkopf sei mit hier, sagt Anjaban noch und macht die Tür zu. Dann der Schlinger. Der wird von einem Schlingerreiter kommandiert, der auf seinem Rücken sitzt. Und der analysiert erst einmal die Situation und erkennt den riesigen Bären vor sich. Die Distanz ist zurzeit 37 Schritt. Er macht eine einfache Aktion hierhin und eine Aktion Bewegung und schnuppert dann in Miras Richtung. Dann die 17 Boltags. Du darfst dich nicht bewegen. Ihre Sicht basiert auf Bewegung. Wenn du dich nicht bewegst, können sie dich nicht sehen. Voltax. Ja, dann ich lasse. Muss ich gerade mal kurz gucken. Ja, in einer Aktion muss ich gleich nochmal einen Flimflam wirken. Beziehungsweise ich muss den jetzt nochmal zaubern, einen Lichtblitz, also das Ding, was ich auch schon im Stab habe, dass hinter mir die Kugel, die ich vorhin dahin gesetzt habe, explodieren. Das kostet mich dann nochmal 4 ASP und eine Aktion. Und da ich
Geschickte bin, muss ich dafür auch keinen Spruch ausüben, sondern einmal nur schnipsen. Das ist jetzt eine Flimflam-Variante? Genau, das ist die Flimflam-Variante Lichtblitz, also um 7 erschwert. Wo saß die Kugel? Die Kugel habe ich hier hingesetzt. Okay. Nur, also bei uns allen im Rücken. Nur der Maro kriegt's ab und eventuell der Schlinger sieht es. Also der, wer weiß schon. Weithin sichtbar ist und beobachtet eine Distanz von weniger als 7 Schritt für ZFB-Sternaktionen zu blenden mag. Richtig, wenn sie halt reingucken. Aber mir guckt mit Rücken dazu, also sieht er nichts. Ja, so noch einmal. 7 Schritt. Ja. Weniger als 7 Schritt. Genau. Der also sowieso nur die beiden Jungs da oben. Genau. Also das wären sowieso nur die, aber vielleicht zieht er halt die Aufmerksamkeit von etwas oder jemandem aus. Ja, genau. Also da jetzt regeltechnisch kein Biss, ich finde genau was. Nein. Aber ich hab eben sowieso einmal die Sonnensucht gewürfelt. Ja. Und wenn du das jetzt explodieren lässt, dann tatsächlich wird einer der Achas-Stammeskrieger auf den Strand zustürmen. Ja. Einfach durch die Sonnensucht gepackt. Das ist schön. Dann mache ich genau das. Lass das Ganze explodieren. Das ist einmal plus 7. Und dann kommt der am Vogel. Yep. Mhm. Gut. Wie gesagt, der Achas ist jetzt hier aus dem Blätterwald hier hinten über die Lichtung gerannt und taucht jetzt am Strand auf, versucht jetzt nach der Lichtkugel zu greifen. Ob er das von seinen Schamanen oder von seinen Kristallomanten kennt, weiß es nicht, aber die Sonnensucht ist auf alle Fälle gepackt. 17 Voltax ist durch, ne? Ja, es war eine Aktion, aber die zweite nutze ich vielleicht nochmal, um mich versuchen, ein bisschen besser zu verstecken. Das kannst du auf alle Fälle machen. So, dann 19. Wir sind dann im Dschungel, ja? Achso, du schießt erst, ja, mach ich. 5. Ja. Gelingt mir aber nicht. In einem Dschungelsumpf. Wir sind in einem Sumpf. Punkt ist, diesen Dschungelpflanzen. Was möchtest du? Das heißt, hier liegen Lianen rum, ja? Ja. Gut, dann nehme ich nämlich eine und fange an, sie an einen Baumstamm zu knüpfen. Zwei Aktionen, 4 Aktionen, I don't know. Ich möchte eine Falle bauen. Fesseln und Fesseln. Nicht klar. Fallen stellen, ja, ich, oder? Oder Fallen stellen, gut. Warum sage ich das? Fesseln und Fesseln wäre ich besser drin gewesen. Egal. Ich wollte einfach nur wissen, was du tust, ne? Also, ich muss es halt wissen. Glücken wir die Fingerfertigkeit. Wenn ich nicht weiß, was du tun willst, kann ich dir auch nicht sagen, wie lange sowas dauert. Okay, ich möchte im Grunde sie einfach nur an einen Baum binden, dann über die Straße ziehen, das werde ich dann nächste Runde machen und mich da auf die Lauer legen. Und wenn der Schlinger hier langläuft, ziehe ich an den Ding und er legt sich aufs Maul. Weil das ist zumindest der Plan. Der Plan ist, Bolters geht gleich hin, sticht das Vieh und dann rennt er davor weg. Und dann, wenn es die nicht frisst, dann wird die Falle gestellt. Gut. Dann wird Mira angegriffen und zwar habe ich eben gewürfelt eine 1 und ich setze mir, ich würfel nochmal. Ich würde dir auch glauben. Ja, nee, also ich wollte erstmal wissen, wen ich angreife, so die 5, das ist wieder Mira. Dann, ich habe einen Fernkampfwert von 23, ich gebe mir mal eine Wucht. Denk dran, Mira ist ein großes Ziel, dafür kriegst du eine Erleichterung. Ja, ich gebe mir jetzt einfach mal eine Wucht 10. Weil ich muss ja irgendwie durchkommen. Ja, macht Sinn. So. Dann müssen wir tatsächlich anfangen zu rechnen. Und zwar, ist ein großes Ziel. Ich weiß die Erleichterung leider nicht aus dem Kopf. Plus minus 0. Die Entfernung ist höchstwahrscheinlich nah, ne? Kein Mittel. Kommt drauf an, wo er steht, aber ja. Ist dann plus 0. Und dann. Unbeweglichkeit. Sie ist leichte Bewegung. Unbeweglich ist richtig. Unbeweglich ist sowas wie sitzt auf einem Stuhl. Minus 2. Sichtverhältnisse, Vor- und Nachteile, Entfernungssinn, Farbenblind, das würde wohl getroffen sein. Die Sumpfkunde von denen ist auf alle Fälle da. Dann würde ich jetzt mit einer plus 10 getroffen haben, also Wucht 10. Schauen wir mal, ob das dieses Mal hilft. 8, 10, da ja, muss ich treffen. Das macht Schaden. Gut, dann, auch das ist natürlich mit einem Schlafgift präpariert. Du darfst gerne mal eine Konstitutionsprobe würfeln. Das ist nicht Konstitutionsprobe plus 5. Ja, dann wäre es nicht gelungen. Genau, dann müsstest du die 17 gewürfelt haben. Sonst hättest du die... Es sei denn, hat Mira auch Glück gekriegt? Oder hast ich meine, ich konnte es auf 10... Nein, sorry, aber ich glaube nicht, dass Jan an den Bären mitgesehen hat. Grafim hat auch keinen Schicksalspunkt, ne? Nein, deswegen. Gut. Mira schlafend. Richtig, sonst hättest du die Qualität des Giftes um 2 Punkte nach unten sehen können mit einer gelungenen Konstitutionsprobe plus 5. Das ist nicht der Fall.
Kann ich mein Glück benutzen, dass Mira nochmal was würfeln darf? Dein Chip, wenn überhaupt. Dein Schicksalspunkt, ja. Dein Glück nicht. Den brauche ich leider später noch. Gut. Habe ich mir fast gedacht. Aber dein Glück kannst du nicht benutzen. Mehr. Okay, ist in Ordnung. Dann fällt Mira in einen Schlaf. Der dauert 7 Spielrunden. Ach du meine Güte. Ja, okay. Damit ist sie raus. Ich abwarte. Also Chip. Ich glaube, Abelmir hatte die Gegengifte, ne? Ich hab den Reversalis und den Somnigravis. Aber es ist nur ein Tiefschlaf, wir können sie da raus ohrfeigen, glaube ich. Hat Sulamin nicht gerade gesagt? Nicht beim Schlafgift. Du hast recht, das wäre. Sulamin setzt den Chip, der Schicksalpunkt ein? Also nicht verbrennen, aber einsetzen, ja? Ja, einsetzen, okay, dann darfst du die 18 neu würfeln. Soll ich neu würfeln oder willst du das machen? Dann Sulamin. Auf der 17 gelungen. Easy. Ja, gut. Zusammen ist das eine 20. Patzer. Ich muss gerade überlegen. Wir waren auf der 16. Der Schlinger hat doch noch nicht Mira gehandelt, ne? Wo waren die? Bei der 19? Ne, der Bogenschütze hat Mira eingeknallt. Sie wurde nur beschossen. Dann bleibt der Pfeil in ihre Rüstung stecken. Also ausweichen, sie wird halt nicht ausweichen. Der Pfeil bleibt einfach in ihre Rüstung stecken. Ja, sie weiß ja auch gar nicht, von wo das kommt. Also, richtig. Wieso sollte sie ausweichen? Dann, die 19 ist fertig. Hatte Jalen schon gehandelt? Ich hatte ja gesagt, dass ich die Dings dazu. Die Falle baue. Das wird 4 Aktionen dauern. Die ersten beiden hast du. Diamant ist 25. Ja, ich werde diese Kampfrunde damit verbringen, mich mit dem Avalone hinzulegen. Eine Aktion Position hinlegen, Avalone, und zweite Aktion will ich eine Zigarre mit meinem anderen Stummel anzünden und in den Mund stecken. Das ist meine Aktion, diese Kampfrunde. Mhm. 32, zu damit. Ich müsste als erstes mal wissen, wo die Leute sind, weil auf Boltax kommt es an und ich weiß nicht, wo Boltax ist. Jalan ist gerade vor mir über den Weg gerobbt. Das Boltax heißt, siehst du. Boltax siehst du. Ja, der versteckt nicht. Also da musst du auch keine Sinnesschärfe würfeln. Das ist halt Blödsinn. Seine letzte Versteckenprobe nicht sogar versaut? Ja, ja, mit 3 Punkten. Aber Zulamin hätte prinzipiell. Er hat seine gar nicht geschafft, nachdem er gezaubert sie hat. Sie müsste ihre Sinnesschärfe selber schaffen, aber ich lasse das jetzt einfach mal weg. Ja gut, also ziehe ich mich ein bisschen in dieses Gestrüpp da zurück und verstecke mich ebenfalls und mache mich bereit, um Mira zu mir zu rufen, wenn der Schlinger ihre Fährte aufgenommen hat. Aber mir. Ich will mich zu Boltax gehen. Ich habe eine doppelte Geschwindigkeit und muss ein Lager schaffen. Ja. Das und ist... Und ihn wegdecken, glaube ich. Ob deine GS steigt um 4 Punkte oder so, dann ist das eine Aktion. Verdoppelt die GS. Dann ist das trotzdem eine Aktion. Ja, gut. Nächste? Ich würde erstmal parieren. Abwarten, genau. Was auch immer da pariert werden muss. Nächste Kampfrunde, die 10. Ich möchte vorziehen und die Falle fertig bauen. Stopp. Okay. Ich weiß, du darfst das regeltechnisch, aber ich mach das jetzt trotzdem einfach mal. Möchtest du auf mich schießen? Komm, do it. Nee, ich würfel das fair und für alle offen aus. So, die sind weiter hier. Das Problem ist, Ulan hat jetzt seine erste Wunde. Er verliert jetzt nach und nach Lebenspunkte. Er wird diesen Kampf also nicht schaffen. Die andere Echse steht hier immer noch und greift nach der Luft, versucht das Sonnensammeln zu aktivieren. Jalan darf jetzt vor Mira vorziehen und die Falle zu Ende bauen. Dann bist du durch. 12 Mira. Ja, Mira brüllt, um das Vieh da rauszufordern. Ja, möchtest du hinlaufen? Dem Fakt geschuldet, dass sie weiß, von welcher Seite wurde Mira denn beschossen. Das müsst ihr zumindest verstanden auch, haben. Auch von hier, ja. Ah, okay, doof ist ja auch nicht. Ich meine, hast du sie nicht mit Pass auf Zulamin auf hier reingeschickt? Ja. Ja, ist auch wieder richtig. Ja, da brüllen wir erstmal nur und stehen da und sehen böse aus. Okay, gut. Taktische Bewegung, gar nichts. Du parierst dann? Oder wie möchtest du gegen einen Schlinger, gegen einen sehr großen Gegner kämpfen? Gegenhalten. Du, das ist ein Bär, der hat das jetzt nicht durchgeplant. Der Schlinger ist weiß das wie. Gut, dann ist der Schlinger dran. Ich fange vorher mit den Gladiatoren an. Er hier ist schon raus. Die anderen warten hier drin auf die Gegner. Und die kommen. Zu einem Problem von Diamantes. Wir machen aber erstmal mit dem Schlinger weiter. Und sein Schlingerreiter sagt einen Sturmangriff an. Beziehungsweise, das nennt sich bei Tieren dann Überrennen-Aktion.
Kein Ranzenangriff? Ich bin enttäuscht. Ich ziehe vor. Kann ich das ziehe ich auch vor. Aber erstmal. Gut, stopp. Abelmir ist dran. Ich kann nicht so weit vorziehen, dass wir, wenn er genau ankommt, einen Corpo Frigo wirken kann. Reicht er 7 Schritte? Wie lange dauert das? 2 Aktionen. Ja, dann bist 2 Aktionen vor ihm. 34 minus 8. Das sind 26. Ja, dann reicht das. Dann würde ich einen Corpo Frigo wirken. Dann würfel. Ja, die 2 sind immer drin, oder? Richtig, genau. Was? Die 2 für nichts unkundig, meine ich jetzt. Natürlich ist die drin. Ja. Was tut ein Corpo Frigo? Er, die Haut des Exerichs oder des Opfers überzieht ihn in einer dünnen Eisschicht und er friert dadurch so ein bisschen ein. Und bei Echsen wird das doppelt so schlimm. Heißt. Ja, trotzdem hat er mehr Magieresistenz, ne? Corpo Frigo geht gegen MR. Ja, ist richtig. Das ist die Frage. Ist sie höher als 5 bei dem? Ja, ist sie. Also, die MR von einer Echse, der gefahren wird, ist 17 und die MR von der Echse ist 10. Yes! Von dem Schlinger oder von der Echse? Von der Schlinger. Von dem Schlinger ist 10. Gut. Wirklich nicht. Den körperlich. Das ist das Wichtige. Ist körperlich. Ich muss gerade mal gucken, wo steht denn, dass Echsen doppelt betroffen sind? Ja, beim Corpo Frigo in der Beschreibung steht, dass Echsen, genau. dass Dinge, die kälteempfindlich sind, doppelt betroffen sind und Echsen sind kälteempfindlich. Ja. Also zumindest sind es. Ach, Harz. Ja, aber ändert sich, also musst du, ist die MR halbiert? Das ist das die Frage. Das steht nein, da, glaube ich, nicht. Die Wirkung. Er wirkt mit doppelter Stärke sozusagen. Ja, aber die MR ist ja nicht durchgekommen. Du bist nicht durch die 10, also wirkt der Corpo Frigo nicht. Richtig, das wollte ich nur sagen. Das war jetzt das Wichtige, also, was wir wissen wollten. Okay, ich habe ja auch gesagt, ich würde gerne vorziehen. Nee, Zulamin ist dran. Achso. Ja, danach bin ich und danach bist du Bolter. Ja, es ist in Ordnung. Zulamin. Ich möchte den ganzen Kampf in den Gang rein verlagern, indem ich Mira rufe. Ist die Frage, ob die das macht, denn sie möchte ja kämpfen. Vor allem war sie schon auf der 12 dran, sie könnte erst nächste Kampfrunde handeln. Es sei denn, du hast vorgezogen, also noch hat sie pariert. Nö, eigentlich kann sie nicht mehr handeln, weil sie nach der Schlingeraktion hattest du ihr zugerufen. Das schafft sie nicht mehr. Okay. Nächste Kampfrunde dann. Ja, okay, dann wird das nicht mehr möglich sein. Dann schaue ich einfach, dass ich ein bisschen näher ran an das Ganze komme und bewege mich hier rüber. Erste Aktion, dann Diamantas wollte schießen. Ich. Ja, ich ziehe vor und zwar einen Schuss mit meiner Balestrina, vorsorglich, genau für diesen Augenblick ist sie mit einem Schuss. Abalone meinst du? Oder genau, Abalone, verzeih mir. Und zwar schieße ich nicht auf den Schlinger, sondern auf den Schlingerreiter. Und da kommt eine Besonderheit des stumpfen Bolzen, den ich geladen habe, zu tragen. Mhm. Und zwar kann ich, richtet ja nur TPA an und mit einer Ansage plus 4 kann ich diesen Schuss zu einem Niederwerfen ansagen. Was du weißt, dass Abalone von Haus aus niederwerfen. Genau, was ich gerade sage, während ich es laut ausspreche, gar nicht machen muss, da es ja schon der Fall ist. Deswegen schieße ich einfach auf den guten Schlingerreiter. Ja, seine Bewegung ist wahrscheinlich sehr schnell. Nee, sehr schnell, okay. Also die GS ist 12 und im Sturmangriff 36. Genau, sehr schnell, Bewegung ist dann plus 4. Mittlere Größe plus 2. Nee, er ist nicht mittler. Er ist ein sehr großer Gegner. Der Reiter. Achso, Entschuldigung, du hast recht. Ja. Genau. Plus 2. Der ist dann auf nah bei mir dran. Das sind plus minus 0, also insgesamt plus 6. Auf nah? Ja, nah. Das 20 Meter? Das klingt so falsch. Das sind 33, geht bei mir bis nah. Mhm, ja, das ist okay. Das klang nur eben falsch. Ja, das ist tatsächlich richtig. Ich dachte, er kommt auch noch sehr ran, nah ran, aber. Und das Sumpfkundig plus nicht Sumpfkundig plus 2 wird durch Entfernungssinn minus 2 ausgeglichen. Das heißt, ich habe einen Schluss plus 6. Da ich 2 Aktionen schon vorher durchbringen kann, kann ich noch einmal zielen mit einer Aktion eine Ansage versehen in meinen Schuss. Und das möchte ich auch tun. Und zwar sage ich eine zusätzliche zu der 6er. Verschwindnis, die ich habe, eine 7er Ansage an und komme damit auf eine plus 13. Okay, dann würfel. Göttergefällige 13. Versteht sich von selbst. So. 19, 20.
20. Er hat Hemmung. Nur die 20 wäre misslungen. So. Damit hast du jetzt musst du wieder nicht sagen. Den Schlingerreiter hast du jetzt getroffen, ne? Genau, den Schlingerreiter. Kann er irgendwas dagegen würfeln? Er sieht den Schuss eigentlich nicht kommen. Hat ihm irgendwie eine Körperkraftprobe oder sowas? Ja, kann er. Die ist erschwert um die halben TPA, die ich anrichte. Und da muss ich kurz einmal... Ich habe plus 7, plus 9 wegen der Entfernung insgesamt. Ja, 3W6 und plus irgendwas? 3W6 plus 17. 27 halbe sind 15, ne? Ja, 14. Ja. Dann fällt er von seinem Schlinger. Das sind 2W6 plus 6, die nicht gegen Rüstung gehen. Ja, Sturzschaden von einem, nicht Pferd, aber von einem Schlinger. Also er ist raus. Oh, richtig, er kriegt noch die halbe GS des Schlingers oben drauf. Der könnte tot sein. Ja, nee, der Schaden ändert zu. Ja. Nicht von dir, vom Sturz. Der Sturz ist nicht TFR. Ach, die 4 Meter, 4W6 minus 4, das ist egal. So, dann ist Diamantes durch. Die Achas sind dran. Nee, Moment, ich hab gesagt, ich zieh vor. Die Achas sind dran, 19. Wir haben mehr Eni als du, oder? Und weißt du was? Und weißt du was? Jetzt höre ich mal auf, diesen W6 zu würfeln, jetzt greife ich Boltax an. Du bist nicht versteckt. Doch, du bist nicht versteckt, Boltax hat 3 Punkte. Weißt du was? Weißt du was? 3 Punkte, die 3 Punkte im Minus waren. Ich würfel trotzdem den W6. 4. Die 4 ist Diamantes, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, verdammt. Ich bin die 4. Das ist auch mal vernünftig. Ich wollte, er hat gerade geschossen. Ja, das ist richtig. Ich wollte trotzdem Boltax. Ja, es knallt einmal laut und... Du weißt einfach nur ganz genau, was Boltax jetzt gleich tut. Mein Freund, du bist, auch ein unbewegliches Ziel im Gegensatz zu allen anderen, die sich leicht bewegen. Ja, das bin ich. Wo genau kriege ich denn Schaden? 2, rechtes Bein. Ja, das kommt durch. Ja, dann bist du raus. Konstitutionsprobe. Schaden. Wenn ich Schaden verursache, Konstitutionsprobe plus 5. Und du bist raus. Ja, ist nicht geschafft. Ich versuch's nochmal mit meinem Glück. Heute nicht. Nee. Diamantes, Zustand, Verschiedenes, betäubt. Aber er hat das getan, wofür wir ihn mitgebracht haben. Ich bin stolz auf dich, Junge. Du bist reingegangen, ja. Du wusstest genau, was du vorhast und du bist direkt danach umgekippt. Besser hätte es nicht laufen können. 7 Kampfrunden. Was? Nee, 7 Spielrunden. 7 Spielrunden, du bist raus. So, es sei denn, du bekommst ein Gegengift, was ihr habt 2 Stück. Es sei denn, als würde Borromeo plötzlich von einem Anflug von Heldenmut gepackt werden und dich in die Hütte ziehen. Borromeo ist ja oben? Ja, der ist oben. Ja, ist er. Ach, siehst du mal, der. Ich würfel mal auf. Er sollte vielleicht seinen neuen preisgefälligen Idealen entgegenkommen. Ich würfel mal ran in W20. 13. Oh, 13 ist keine gute Zahl. Aber er hat eine Liturgie oben drauf. 13 ist trotzdem keine gute Zahl. Dann meine Lieblingszahl. Komm, Chip. Chippy? Hast du einen? Ja. Hab keinen Chip, nee. Ich hab einen. Komm, Chip für Borromeo. Dann werde ich tatsächlich, auch ohne den neu zu würfeln, werde ich Borromeo dann zu Diamantes schicken. Und das Problem ist, er zieht dich gleich rein, aber provoziert hatten diese drei in der Hütte auf alle Fälle den Angriff von diesem Echsenkrieger. Der ist auf alle Fälle provoziert. Das heißt, Borromeo wird gleich hier kämpfen. Aber wir fahren dann wieder auf der 19. Der Echsenkrieger stürmt ran mit dem Achfahrwahr und zwar nicht auf Diamantes. Der ist sowieso mit dem Pfeil getroffen, sondern auf Borromeo. Erstmal eine Mutprobe. Warum? Weil er eine goldene Rüstung hat. Ah, okay, ja, die goldene Rüstung, aber mit Sonnensucht, 20. ja, das ist ein Netter. das ist die Mutprobe. Sie haben große Angst vor ihren Göttern und sie haben auch Prios. Oh komm, 20, das war zum Glück nicht die Sonnensucht, sondern das war ja die Mutprobe, ne? Ja, komm, bestätige den mal. Warum? Du kannst ja auch nicht gucken, ob er jetzt irgendwen Kranker opfert. Ja komm, der wird so viel Angst vor seinen Ranga haben, dass er sich denkt, maybe not, und einfach wieder geht. Er könnte jetzt auch Diamantes Ranga opfern. Nee, wenn Borromeo über ihm steht. Ja? Er hat doch Angst vor Borromeo, er will vor Borromeo weglaufen, oder nicht? Ja, ich meine, komm, er hat seinen Mut gepasst. Gut, die Echse. Siehst du, der Junge wird ein super Prangersakolut.
Das war die 19 hier. Die Echse hat einmal geschossen, leider nicht auf Boltax Jalan, als seine Falle fertig gebaut. Das war diese Aktion, ne? Das war letzte Runde. Letzte Runde, okay. Ich möchte mich erst einmal verstecken. Ja. Das denke ich. Komm, würfeln wir. Dann Boltax. Ja, dann löse ich in einer Aktion meinen Flimflam, ach Quatsch, meinen Flimflam, meinen Somnigaris aus dem Stab raus, also einen von den beiden Somnigaris, den ich im Stab habe, natürlich den mit der höheren MR, weil ich ja selbst die MR von dem Dinger nicht kenne. Genau. Also, und der Zauber ist ein B-Zauber und es sind insgesamt 3 Zauber im Stab, also insgesamt um 5 erschwert. Meine Probe. Was für eine MR hattest du damals eingespeichert? Die 13. Muss ja, die muss ja vorher sein. Ja, ja genau. Ich deswegen, hattest du eben, so gejubelt. Ja. Ich meine, wir wussten es ja schon, aber trotzdem. Ja, aber er geht halt auf jeden Fall für jetzt gleich 6 Runden. Nein, ich würde gerne mein Chip, nein Quatsch, mein Glück benutzen, um diese Probe neu zu würfeln. Du hast, ja, ich habe mein Glück noch nicht. Du hast noch ein Glück, ja. Ich habe beides noch, also. Die ganze Probe, ne? Ja, die ganze Probe. Wahrheit kommt wieder. Oh, ja. ist das genial. Zweite Aktion. Ich zieh meinen anderen Zombie. Warte, stopp. Nee, so, du bist auf der 17, der Schlinger ist dran, fertig. Ja. Der Schlinger würfelt jetzt erstmal seinen. Also, erstmal kommt der überrennen. Und zwar, da muss ich jetzt gerade mal schauen. Was tut der? Wenn welch ziehe ich vor, wenn er Beute angreifen will? Ich überlege nämlich. Der Schlinger greift Mira an. Ja, ach so, dann nicht. Das hat er doch schon angesagt. Dann nicht. Du hast ja schon vorgezogen, Armin. Ich bin noch nicht gewesen diese Runde. Doch. Wir haben von oben nach unten, weil alle vorziehen wollten. Alles klar, so viel mal. Ich würde ja auch vorziehen, aber ich kann nicht. Also, ich kämpfe auf die 14. Das war ein Überrennenangriff. 4, gelungen. So, dann muss ich jetzt gerade mal gucken, was das bedeutet. Ich glaube, Mira darf erstmal ihre Tier ausweichen versuchen. Im Prinzip, du darfst ausweichen. Das steht in der Zoobot drin, genau. Zoobotaniker. Und zwar ganz vorne bei den Tiermanövern.